Vielen Dank. Ja, auffällig viele Wissenschaftlerinnen sind hier als Wahlleute zu dieser Bundesversammlung nominiert. Viele Ärzte, Epidemiologen, Virologen natürlich, die im Fokus der Öffentlichkeit standen während der Corona-Pandemie. Aber es ist unter den Wahlleuten auch noch ein relativ frisch gekürter Nobelpreisträger. Und den darf ich jetzt ganz herzlich bei mir am Set begrüßen. Professor Benjamin List, Direktor des Max-Planck-Instituts in Mülheim an der Ruhr. Und Sie haben im Dezember zusammen mit einem britischen Kollegen den Nobelpreis für Chemie bekommen. Genau. Jetzt mal Hand aufs Herz, nach dem Nobelpreis, Herr List, ist da eine Bundesversammlung überhaupt noch interessant? Doch, das ist schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Da trifft man halt einfach auch faszinierende Persönlichkeiten. Andere Wissenschaftler, Christian Drosten oder Özlem Türeci von BioNTech zum Beispiel. Angela Merkel ist ja auch Physikerin. Also ich finde es sehr spannend hier. Sie haben Ihren Wahlzettel bereits eingeworfen. Beschreiben Sie mal die Atmosphäre. Wir können ja immer nur einen Blick reinwerfen. Ja. Wie läuft das so ab? Das ist so total gut organisiert. Man wird namentlich aufgerufen und dann läuft man zu dieser Wahlkabine, füllt das aus, steckt das rein. Es geht wie am Fließband. Also wirklich super gemacht. Wie haben Sie sich denn auf diese Bundesversammlung eingestimmt? Sie sind ja nominiert worden von der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ja. Sind Sie ein politisch interessierter, engagierter Mensch? Also ich bin schon interessiert, dass mich jetzt die CDU nominiert hat. Das ehrt mich. Ich bin sehr dankbar. Aber ich muss sagen, ich hätte es auch für die anderen Parteien, für die allermeisten Parteien, also die Ampel auf jeden Fall, hätte ich es auch gemacht. Und ich finde es eine große Ehre. Und ja. Die CDU-CSU unterstützt ja die Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier. Was erwarten Sie denn vom Bundespräsidenten so in seiner zweiten Amtszeit? Also Frank-Walter Steinmeier ist für mich ein sehr integrativer Mensch, der auch schon als Außenminister eine gute Figur gemacht hat und jetzt als Präsident sowieso. Und er macht das, was man von einem Präsidenten erwarten kann, finde ich, die Menschen zusammenzubringen. Er ist ein bisschen überparteilich geworden und ich finde, er macht eine sehr gute Figur. Sie haben auch schon angesprochen, Sie haben unten auch schon verschiedene Wissenschaftler getroffen, ja. Christian Drosten zum Beispiel. Ja. Nun ist es so, dass das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit sich durch die Pandemie durchaus verändert hat. Wissenschaft wird mehr gehört. Nun sind Sie Chemiker, aber durchaus ja als Wissenschaftler, gerade im Moment nach dem Nobelpreis, viel unterwegs. Ja. Haben Sie einen Unterschied festgestellt, in dem wie Wissenschaft gesehen wird? Ja, ich finde es schon interessant, dass die Menschen sich jetzt mit wissenschaftlichen Konzepten auseinandersetzen und darüber auch wirklich sich Informationen heranholen und sich darüber austauschen, auch wirklich im Detail über bestimmte Virusvarianten, Mutationen, wie Impfstoffe wirken, die unterschiedlichen Qualitäten, was Medikamente vielleicht bewirken können. Ich finde es irgendwie interessant. Ich glaube, es ist auch eine gute Entwicklung. Sie verstehen Ihre Rolle als Wissenschaftler durchaus auch bürgernah, wenn ich das sagen darf, als Beispiel. Sie haben an Ihrem Institut, am Max-Planck-Institut, letztes Jahr auch eine Corona-Impfaktion gemacht und standen dort auch zur Verfügung für Fragen. Wie kam es dazu? Da gibt es Ärzte in Mülheim, die sich zusammengeschlossen haben und die mich als Schirmherr dazu gewonnen haben. Und ich fand es eine gute Aktion. Es ging darum, halt wirklich Leute, die noch überhaupt nicht geimpft sind, dazu zu bringen, doch diesen Schritt zu gehen. Und ich habe auch viel diskutiert dann mit Menschen und habe versucht, ihnen die Sorgen ein bisschen zu nehmen, weil ich mich ein bisschen mit dieser Thematik auskenne. Mit BioNTech haben wir gerade eine Kooperation angefangen. Und ich weiß, dass diese Impfstoffe wirklich sehr, sehr, sehr sicher und sehr, sehr, sehr wirksam sind. Und habe dann auch eben mit Leuten geredet, die ein bisschen Angst haben. Waren Sie denn erfolgreich mit Ihrer Aktion? Zum Teil schon. Also wir hatten uns vorgenommen, irgendwie über 50 Leute zu finden. Es waren am Ende fast 100. Und insofern waren wir sehr froh und stolz, dass wir es geschafft haben. Professor Benjamin List, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und jetzt warten wir natürlich auch irgendwann auf das Ergebnis, beziehungsweise dass der Wahlgang geschlossen wird. Vielen Dank.